So, liebe Freunde, da sind wir auch wieder hier zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Dead Island Riptide. So, dieses Spiel ist unfassbar schwierig. Wer es nicht gesehen hat in der letzten Folge, bitte nochmal anschauen. Das Ding, das Spiel ist echt der Wahnsinn. Oh, this shit's getting tired. So, da hinten kommt der nächste. Zack, weg mit dir. So. Wir müssen jetzt hier rein und... Oh. Verdammte Scheiße. So gut, er ist down. Alter, ey. Was haben wir hier? Polizeiknüppel? Oh ja, Messingschlagring. Oh, Hammer. Stirb doch endlich. Zack. Ein Schlag genügte. Alkohol aufgenommen. Polizeiknüppel. Bräuchten irgendwie sonst mal hier den Bauplan irgendwie hier für einen Molotow-Cocktail. Okay, der ist down. Großes Medikit. Jetzt weiß ich auch, warum wir hier so viele Medikits kriegen. Energy Drink. Ah, perfekt. Genau, erstmal Gesundheit so auffüllen. So, den Knüppel wieder mitnehmen. Plätze haben wir noch frei. Alle Plätze sind bereits belegt. Na, Hammer. Wir brauchen auf jeden Fall das Brecheisen. Das Messer nehmen wir weiterhin mit. Okay, den Knüppel. Okay, der ist down. Und er nicht. Meine Güte. Okay, jetzt geht das Schiff unter. Jetzt wird's... Letztens läuft hier kein Timer ab. Wie lange wir noch haben. Bis das Schiff komplett auch immer untergeht. Komm schon, jawohl. Zack. Zack. Uah, der kann ja über den Tisch klettern. Ne, Kumpel, so geht das hier nicht. Okay, der ist down. Aber, gleich kommen hier ein paar mehr. So waren wir doch eben. Genau. Moin. Oh Mann, 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 Mann. Ich will mein Messer wieder haben, danke. Die Hackemesser hier drinne, die sind Gold wert.
Allgemein jede Waffe, glaube ich, hier drinne, kann man so sagen ungefähr, dass es Gold wert ist. So, wir müssen jetzt... Lebt der? Ne, der ist auch tot. Der auch. Okay, die Gesundheit sollte ja eigentlich wieder mittlerweile aufgefüllt sein. Ich kann nichts sehen. Wow. Ich werde hier nicht sterben, sagt er. Zack. So, Hackemesser. Hammer. Egal, wir gehen hier mal eben rein, gucken mal eben nach. Okay, er ist noch da hinten, ganz alleine. Hallo. Ja, komm her. Fein. Ich weiß nicht, ob man mich hier so gut verstehen kann, gerade wegen dem Schiff. So, wir gehen näher. Wir kommen immer näher. Oh, hey. Achso. Ich dachte schon, das wäre so ein Fetter. Oh, scheiße. Wir haben nichts mehr für das Hackemesser. War das der gute Hammer? Ja, das war der gute Hammer. Inventar. Hier, das Rohr können wir wegpacken. So, in dem Messing-Schlagring auf jeden Fall. Na, wobei den Schlagring erstmal noch nicht. So, und jetzt packen wir hier mal eben den... Achso, das Hackemesser haben wir jetzt drin, den Hammer haben wir drin und das Küchenmesser haben wir drin, das ist gut. Ey, man sieht hier gar nichts. Ich muss mal eben Empfindlichkeit. Dead Zone umsehen. Die Helligkeit mal ein bisschen höher stellen. Ganz ehrlich. Achso, und online. Achso, bleibt auf Einzelspieler. Alles gut. We're going down. Oh Gott. Irgendwo schreit hier so ein Fetter rum. So, hier müssen wir, denke ich, mal durch. Okay, ich glaube, wir müssen hier durch, bevor das Wasser zuschnappt. Oh Gott!
Meine Güte, meine Güte, meine Güte. Oh Gott, verdammte Scheiße. Oh, Alter. Verflucht noch eins. Dann klettern wir mal die Leiter hoch. Mal sehen, wo wir landen. Oh, super. Hey, guck mal, Schusswaffe. Das kommt ja relativ gut. Kommt ja relativ früh. Finde ich aber gut. Universelle Pistole. Die packen wir gleich mal. Hier. Ach, unzuverlässige Pistole. Schrotflintenmuni. Ja, moin. Boah, wir fliegen gleich wieder zurück. Wir haben sogar Gewehrmunition. Super, unsere Gesundheit hier ist voll im Arsch. Einmal nachladen. Oh, super. Eine Shotgun ist auch schon da. Die habe ich eben gerade gar nicht gesehen. Das Küchenmesser kann weg. Gibt es ja auch ein Gewehr oder so? Ach du Schande. Na? Guess that means the captain's dead. Gotta reach the bridge. Try and get this ship back under control. Zack. Erledigt seid ihr. Großer Nagel genommen. Alkohol. Yo. Na super, jetzt müssen wir hier wieder runter. Zack, weg. Vorsichtshalber nochmal nachladen. Zack. Würde jetzt eigentlich ganz gerne nochmal zurückrennen wegen der Pistolenmuni. Ah, wir haben noch was dazu bekommen. Warte, da ist noch Pistolenmuni. Hallo. So. Perfekt. Ach du Schande.
Meine Herren nochmal. Was wir auch machen können, ist, wir packen nochmal das hier vorne weg und holen uns mal die Shotgun ran. Finde ich ja auch schon geil, dass wir das jetzt schon so im Laufe des Spiels jetzt schon haben. Nein, ich will mich doch... Oh. Na egal, wir haben eh genug. Sehr schön. Die Shotgun ist Gold wert, ey. Zack. Sehr schön, wir haben es geschafft. Boah. Ich sag ja, was für ein Arsch. Der haut einfach ab und lässt da seine... Captain is dead, soldier. Fuck, it's a rock. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Oh, die explodierenden Teile sind auch wieder dabei. So, komm schon, lass mich. Nachladen. Schläger. Gott, da kommt noch ein Renner vorbei. Wo ist meine Shotgun? Seid ihr... Wie bekloppt ist das denn? Ich will die Shotgun wieder haben. Hallo? Egal, Pistole geht auch. Sehr schön. In den Arsch geschossen. Was haben wir hier? Lappen, Kohle. Hier ist noch ein Wurfmesser. Tja, Freunde. Hier liegt meine Shotgun. Ah, sieh mal eine an, was man hier alles so findet. 170, 150. Der Polizeiknüppel hier ist der schwächste vom Werfen her. So, und die gute alte Shotgun, die ich so lange gesucht habe. Die Pistole tauschen wir noch einmal aus. Nehmen wieder alles mit, was wir kriegen können. So. Ist das ein Bauplan? Betäubungsbombe. Sauber. So, und das Tor hier vorne ist auf.
Wenn ich mich nicht irre, heißt das ungefähr, ja, hier müssen wir ungefähr durch. So. Nein, Alter, ey, ich muss mich erstmal wieder hiermit zurechtfinden. So. Die Shotgun einmal damit tauschen. So, die laden wir direkt mal nach. So, dann einmal Wechsel zum Gewehr. Das laden wir noch einmal nach. So, jetzt sind wir gleich wieder startklar. Leider benutzen. Oder? Nee, wir müssen hier lang. Sam Hardy. Du willst mich verarschen, oder? Schnell. Er lebt ja immer noch. So, jetzt ist vorbei. Noch einmal nachladen. So, und rein da. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Oh, cool, wir haben ein neues Upgrade. Stehen nach einem Niederschlag schneller auf, okay. Töten eines Feindes erhöht den Schaden für 5 Sekunden. Sehr schön. Gleich haben wir ihn. Achso, das ist der Captain. Tut mir leid, Bro. So, einmal Stange aufmachen. Alter, da haben sie den Captain schon erwischt, ey. Das ist heftig. Oh. Voll in die Felsmauer rein. Wir stehen wieder auf. Kapitel 1, Paradies. Ach ja, stimmt, das war nur der Prolog. Trophäe erhalten, der Sturm. Ja. Und was für ein Sturm. Hey, wake up. You all right? Oh, Jesus. What happened? The ship. Get up. The ship's dead in the water. Can you walk? I'll give it a shot. Where am I? Hal and I. But it's really not safe here on the beach. There's an infection, some sort of plague. Seriously? You gotta be fucking kidding me. The whole island's gone to hell. Out of the frying pan, into the goddamn fire. We'll talk later. Right now you need to move. Head for the Paradise Survival Camp. Look for the big treehouse. You'll find other survivors there. Take this. In the meantime, I'll see if anyone else washed up on the beach. Oh nein, sag jetzt nicht, unsere ganzen Waffen sind alle weg. Yo. Jo, Digga, ein Feuermesser hier mit... Alter, ist das heftig. Voll krass. Bin ich voll mit einverstanden.
You need to get patched up. Was muss ich? Warte mal. Inventar. Oh nein. Das Messer haben. Wir haben ein zerbrechliches Messer und Klinge Barbecue. Och nein. Ach, verflucht. Egal. Na gut, immerhin noch ein Paddel. Bist du tot? Ja, du bist tot. Du bist im Lager sicherer. Na, dann führ mich doch dorthin. Ins Lager. Okay, ich denke mal einfach nur, dass wir hier gerade auslaufen müssen. Das sieht so ähnlich aus wie das Paradies hier, wo wir damals waren. Nur mit ein bisschen mehr Dschungel hier. Persons Paradise. Gut, dass Logan noch so gut in Sport ist. Ah, was hast du denn da? Ein Brecheisen. Und du bist auch tot, das ist auch gut. Bist du tot? Ja. Vorher nochmal testen. Sicher ist sicher. So. Betritt das Lager. Ach du Schande. Ich will meine Klinge wieder haben, hallo? Schön in die Eier. Wir müssen niemandem helfen. Geh weg! Lebt er noch? Nee. Genagelt. Bauplan. Ding. Ja. Ja. Bam. Wir kommen sofort. Weiter. Sehr schön. Der andere da oben braucht noch Unterstützung. Zack. Okay. God damn it. Alter, alter, alter Schwede. Sprich mit Trevor. Wo ist Trevor? Nee, das ist nicht Trevor. Da ist Trevor. Hallo. Those monsters nearly caught me. Yeah, I heard from Harlow that you were coming. Oh Jesus, I thought we were goners. Where the hell did you come from? That piece of shit boat we were on sunk. You know, we need to talk about that bridge. It's funneling those things right to us.
You're not telling me anything I don't know. The bridge is our bloody weak spot. We've got some fences. Maybe securing the other entrances will slow them down. But I need you to put them up. Can you lend a hand? So. Hilf Trevor bei der Verteidigung des Lagers. EP 3 Sterne. Schwierigkeitsgrad 3. Totenköpfe. Belohnung Nagelpistole. Speed Mittel bis hoch, Genauigkeit hoch und Nachladezeit ist auch hoch. Yes. Egal, machen wir. I appreciate it. Grab the rolled fences and put them up in the designated spots. So, wir brauchen da Zaun. Den müssen wir einmal hier vorne platzieren. So, dann nehmen wir noch mal Frucht. So, da ist noch mal Zaun, den müssen wir da platzieren. Zack. Da noch mal da Zaun, den müssen wir auch noch mal da platzieren. So, dann ist hier nochmal Zaun, den müssen wir hier platzieren. So würde ich das jetzt so zumindest machen. Bin froh, dass du es geschafft hast. Ja, ich auch. So, und dann ist hier nochmal Zaun. Den müssen wir hier einmal zumachen. Sehr schön. So, und wo ist jetzt die Nagelpistole? Die haben wir immer noch nicht. Ach du Scheiße. Stärke der Horde. Beträgt 4 Balken. So, warte mal. Hier, Bauplan. So, alles schön. Kennen wir ja bereits. Upgraden. Zack. Du bist tot. Oh Gott, da hinten kommen gleich 3 Leute. Ah! Ich komme. Ich helfe dir. Meine Güte. Ach, du stehst wieder auf. Sag das doch gleich. Meine Herren. Das war gut. Quatsche mit Trevor. Bloody hell, that was close. It's truth. I was hoping it wouldn't come to that, but they would have overrun us. Now the fences are working, but you were right about the bridge. We need to blow it. It's too dangerous. Take this flare gun and use it to ignite the barrels by the bridge. Komm ja noch mehr. Wir
This douchebag is going down! LOL. Verpiss dich.